Du bist auf der Suche nach einer preiswerten Motorrad-Tourenjacke? Dann hast du sie gefunden, die Magna Murano, und wir schauen sie uns in diesem Video an. Deswegen jetzt viel Spaß dabei! Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf Helm Express Product Test, unserem Kanal für Produktvorstellungen rund um Motorradbekleidung und Motorradhelme, begrüßen. Und heute eben mit der Magna Murano. Na, Motorrad-Tourenjacke wirklich mit einem genialen Preis-Leistungs-Verhältnis. Also, da kann man echt nichts zu sagen. Und wir haben diese Jacke in Schwarz und in Blau, sodass sie einfach zu ganz vielen Motorrädern auch kombiniert werden kann. Wir haben hier ein Obermaterial aus Tensilex, super abriebfest und vor allen Dingen auch reißfest. Das passt. Wir haben hier Protektoren im Schulterbereich, genauso wie hier einmal im Ellenbogenbereich, was schön runtergeht bis hierhin die ganze Elle hinab. Wir haben hier einen weichen Rückenprotektor, nenne ich es mal, denn es ist eine Schaumstoffeinlage drin. Ich würde euch aber empfehlen, entweder eine etwas bessere Schaumstoffeinlage, also einen weichen Rückenprotektor einzufügen, Level 1 oder Level 2, oder idealerweise bei allen Motorradjacken, losgelöst von diesem Modell, einen externer Hartschalen-Rückenprotektor. Ihr wisst, diese Dinger, die ich mir so umschnallen kann mit den Hosenträgern, das ist die sicherste Lösung. Ich blende hier euch auch einen ein, denn ja, das hat einfach eine bessere Schutzwirkung. Das ist meine Empfehlung an der Stelle. Ihr könnt sie theoretisch aber natürlich auch so fahren. Hoher Abschluss, gerade bei kalten Witterungsbedingungen ist das einfach sehr schön, wenn ich das hier vernünftig zumachen kann. Auch generell längerer Schnitt, beziehungsweise diese Jacke ist sogar extrem lang, was dahingehend schön ist, wenn ich zum Beispiel keine wasserdichte Hose anhabe oder auch bei einer sportlichen Sitzposition auf dem Motorrad habe ich eben nicht die Gefahr, dass der Rücken ständig frei ist. Auch beim Sturz, ganz wichtiger Punkt. So, wir machen das einmal auf. Außentaschen, selbstverständlich. Und Verstellung, bevor wir jetzt einfallen. Wir haben die Verstellung im Taillenbereich und natürlich an den Armen. Zweimal, einmal Unterarm und einmal am Handgelenk. So, jetzt gucken wir mal rein. Meine Lieblingstasche ist Napoleon-Tasche fürs Handy oder auch für ein Kartenetui. Bei einem Portemonnaie trägt es teilweise so ein bisschen dick auf. Also wenn ihr jetzt so einen Brocken an Portemonnaie habt, Handy auf jeden Fall. Oder wenn ihr zum Beispiel so ein Kartenetui habt, so ein kleines, passt auch sehr gut rein. Und ist auch sehr angenehm, wenn ihr zum Beispiel zur Tanke fahrt oder so, problemlos dann zu erreichen. Thermo-Innenfutter, seht ihr hier, ist eingesippt, könnt ihr auch herausnehmen dann im Sommer. Das ist natürlich dann auch schön vielseitig, also sowohl für den Sommer und für den Winter geeignet. Was wir jetzt nicht so richtig sehen werden ist, wir haben hier unten einen kurzen Verbindungszip. Das heißt also, das könnt ihr mit der Textilhose verbinden und dann kann euch das Ganze auch nicht hochrutschen, wenn ihr denn möchtet. Aber wir haben eben nicht den Verbindungsreißverschluss, der ganz rumgeht, sondern der ist quasi nur, um mal meinen Hintern in die Kamera zu halten. Wir haben nur hier hinten einen kurzen Verbindungsreißverschluss. Aber das, was er tun soll, nämlich, dass das alles nicht auseinanderrutscht und dass wir letztendlich Schürfwundungen haben, weil quasi die Jacke hochrutscht, das wird dadurch komplett vermieden. So, können das Ganze hier auch ein bisschen enger ziehen, noch indem wir hier eben eine Kordel unten drin haben. Und wir machen das Ganze wieder zu. Und drehen das Ganze jetzt einmal, zack. Hier sehen wir auch nochmal schön den langen Schnitt, beziehungsweise wir sehen ihn eigentlich nicht, weil die Jacke so lang ist, dass ihr sie gar nicht vollständig sehen könnt. Hoher Kragen, hier so ein bisschen flexibel, auch in den Schulterblattbereichen, sodass ihr eben euch vernünftig bewegen könnt. Und ja, das ist die Magna Murano. Eine Jacke, zu der ich euch gar nicht viel erzählen muss oder kann. Wenn ihr euch dafür begeistern konnte, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit und euch allen wünsche ich eine gute und vor allem unfallfreie Motorradsaison. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.